Das lassen wir übrigens von niemandem nehmen, auch nicht von der Kammer oder von irgendeinem Verwaltungsgericht, von irgendwelchen Lehrern oder von irgendwem. Niemals. Denn dann kann ich einpacken, dann habe ich alles das, was den Arzt ausmacht, einmal weggetreten. Das wird niemals passieren. Aber bitte fragt mich nicht, ob ich Atteste ausstellen kann, mir nicht. Das mache ich natürlich nicht, weil damit mache ich mich natürlich angreifbar und das wollen wir gar nicht zulassen. Danke. So, jetzt geht's los. Die Meinung, nein, die Gedanken sind frei. Nachtrag mache zum Herrn Söder. Eine ganz neue Info, ich habe da gestern zufällig drauf geklickt. Ich klicke selten solche Kampfsender an wie Welt oder FAZ, aber ich kam da zufällig drauf, der Söder muss gestern oder vorgestern in der Pressekonferenz gesagt haben, die Infektionszahl ist die Urmutter aller Zahlen. Also so viel zum Thema, was hat er gerade gesagt, er kann Mut dazu nennen. Also ich finde nicht, dass für einen Banker auf meinen Mut dazu gehört, sich auf den Marktplatz zu stellen und zu sagen, also vielleicht stehen Zahlen auch manchmal in einem Relationsverhältnis. Er hat gesagt, wenn wir da noch ein paar andere Zahlen dazu machen, dann macht es das nicht besser. Ich habe da nur gedacht, das ist nett, aber klarer, Herr Söder, klarer. Ja, jetzt würde ich euch einfach mal einladen, dass wir mal kurz auf uns selber schauen. Schauen wir mal einfach so, was wir in den letzten 2 Wochen so erlebt haben. Also ich habe zum Beispiel erlebt, dass ein Stammtisch fast geplatzt wäre, weil ein Maskennazi der Meinung war, ich müsste meinen Attest vorzeigen, was ich natürlich nicht getan habe. Auch der Hinweis, dass das ein Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist und eigentlich, naja, sagen wir es mal so, eine Nötigung auch darstellt und eigentlich auch angezeigt werden könnte. Was meint er, was da die Antwort war? Na, dann mache ich jetzt von meinem Hausrecht Gebrauch. Also, ganz ehrlich, auch wenn das Hausrecht in dem Fall überhaupt nicht gezogen hätte, weiß ich, aber in so einem Laden will ich mein Geld nicht loswerden, ganz sicher nicht. Aber ganz allgemein, Freudenfeste in Zeiten von Corona sind ja sowas ganz was Besonderes. Und es ist nicht so einfach, da noch Freude zu empfinden, glaube ich. Und davon wird uns jetzt der Christian erzählen. Dankeschön, Vera. Hallo Pforzheim. Ja, ich habe vor genau einer Woche, so ziemlich genau diese Uhrzeit, vor Kaffee und Kuchen auf einer Hochzeit geredet, aber nicht als Bräutigam, sondern als Trauzeuge. Und ist eigentlich noch kein Tag vergangen, an dem ich nicht an diesen schönen Tag gedacht habe. Ja, aber warum erzähle ich euch das? Weil dieser Tag kam mir so normal, trotz seiner besonderen Bedeutung, vor wie kein anderer Tag seit den letzten 6 Monaten.
Ich möchte ein bisschen also quasi über Mitmenschlichkeit erzählen, wie es mein Vorredner Guido gemacht hat. Dieser Tag hat für mich die alte Normalität wiedergespiegelt. Nähe statt Abstand, Lächeln statt Maske und vor allem Liebe statt Angst. Normale Normalität. Ich fand es klasse, dass auch einige ältere Menschen sich entschieden haben zu kommen. Es war eine weitere Anreise und sich nicht haben in der Angst verhaften lassen und dann gedacht haben, aber was wenn, aber ist doch mein Sohn oder meine Nichte, wie auch immer, ich komme trotzdem zur Hochzeit. Das fand ich super. Und es ist auch ihr gutes Recht, denn jeder soll doch selber entscheiden dürfen, was er mit seinem Körper macht und was er damit tut. Und er möchte ja nicht fremdbestimmt jetzt zwangs weggesperrt werden für all die Ewigkeit. So wie es Merkel vor kurzem gesagt hat, bleiben Sie zu Hause. Ich finde, das sollte doch jeder selber entscheiden dürfen. Man könnte meinen, so manch einer hat die Risiken und Nutzen des Auftretens auf dieser Hochzeit mehr abgewägt, wie die Bundesregierung die Pandemie-Maßnahmen. Tja, es tritt nur langsam ein, das wovor wir gewarnt haben. Zweiter Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Geschäftsschließungen, wer weiß das schon, noch mehr Verbote. Und laut RKI sollen ja auch nach dem Impfstoff noch diese AHA-Regeln und weiß ich nicht, was da noch für Buchstaben dazukommen, weiter beibehalten werden. Ewiger Dauerkrisenzustand, aber nur vorübergehend versprochen. Vor genau dem wurde doch gewarnt, oder? Ich jedenfalls will die Normalität, ohne Adjektiv. Die Normalität, wo den alten Menschen nämlich nicht Angst gemacht wird, wo sie nicht zwangsisoliert werden, wo sie selber entscheiden können und vor allem, wo man die Zukunft unserer Gesellschaft den Kindern nicht Angst macht, wo man sie nicht zwangsregelt und wo man sie nicht zu Denunzianten ausbildet. Und genau deshalb stehe ich hier. Vielen Dank. Danke, lieber Christian. Jetzt hast du mir meine Überleitung ein bisschen kaputt gemacht. Ich hatte mit was anderem gerechnet, aber ich krieg das hin. Genau, also ich finde es gut, dass es Menschen gibt, die tatsächlich sich davon einfach nicht berühren lassen. Und dann steht im krassen Gegensatz dazu so die ein oder andere Aussage von zum Beispiel den Herrn Söder, den haben wir jetzt glaube ich schon genug zerrissen, es wird Zeit, sich mal wieder jemand anders zuzuwenden. Mein Liebling, der Herr Drosten. Den hat er ja jetzt mal kurzfristig ersetzt, aber das macht ja nichts, weil er hat ja noch für genug Sprengstoff gesorgt. Ja. Im Januar hat nämlich der Herr Drosten bezüglich der Masken noch ausgesagt, damit hat er die Maske gemeint, hält man das nicht auf. Wir können nochmal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Was kam im April? Die Maskenpflicht. Und auch in einer Anhörung im Bundestag hat der Herr Drosten sinngemäß gesagt, es gäbe keinen Beweis dafür, dass die Maskenpflicht einen Nutzen brächte. Kleine Anmerkung am Rande, das ist auch logisch, weil wenn ich eine Mückenplage habe, dann stelle ich auch keinen Jägerzaun auf, oder? Und genau deshalb steht eben auch auf den Verpackungen nicht gegen Viren geeignet. Aber zurück zum Thema. Am 17.09. hat der Herr Drosten ein Interview gegeben. Der Interviewpartner war die Deutsche Welle. Jetzt ist leider der Vertreter von unseren Medien, der BNN, schon weg, glaube ich. Aber macht nichts. Also die Deutsche Welle gehört zur ARD, hat ihren Sitz in Bonn und fungiert dort als Anstalt öffentlichen Rechts. Kann man eigentlich schon so ein bisschen dran ablesen,
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass da eine neutrale Berichterstattung stattfindet. Aber der Herr Drosten hat in diesem Interview gesagt, denn auch wenn wir mit den Impfungen beginnen, wird der größte Teil der Bevölkerung weiter Masken tragen müssen. Und diese Aussage finde ich sehr spannend. Zum einen, er redet davon, dass wir mit den Impfungen beginnen. Aha, gibt also keinen anderen Weg? Oder sucht man den nur nicht? Wie wäre es jetzt so mit HCQ oder Chlordioxid? Da kommen mir automatisch mehrere Aussagen von mir bekannten Ärzten aus der Vergangenheit in den Sinn, wo es nämlich geheißen hat, boah, also Viren und Medikamente, das ist so eine Sache, gibt es eigentlich nichts, so eine Grippe, da muss man halt durch. Naja, und dann kommt mir noch in den Sinn, gleichzeitig, damals als AIDS aufkam, beziehungsweise HIV, habe ich im Bioleistungskurs gesagt, wieso entwickeln wir nicht einfach eine Impfung gegen AIDS? Warum nicht? Da war die Aussage von unserem Biolehrer, und übrigens auch die Jahre danach habe ich mehrere Ärzte kennengelernt und immer wieder dieselben Fragen gestellt, ein Virus verändert sich zu schnell. Wir können keine Impfung erfinden für etwas, das sich so schnell verändert. Naja, und dazu passt ja eigentlich auch, dass die Impfung gegen Grippe, also Influenza, nur bedingt wirksam ist. Der Herr Dr. Schiffmann hat was von 20-60% erzählt. Und umso krasser finde ich es, dass man das als alleinige Strategie sieht. Aber an Drostens Aussage ist noch was Spannendes. Denn er hat auch gesagt, der größte Teil der Bevölkerung wird weiterhin Masken tragen müssen. Echt jetzt? Also, wir kämpfen weiter mit dem Jägerzaun gegen Mücken? Okay, ich bin jetzt keine Ärztin, ich habe auch im Studium nicht an Leichen rumgeschnippelt, ist einfach so, muss ich so sagen, aber meinen gesunden Menschenverstand habe ich halt auch nicht an der Pforte abgegeben. Und ich würde doch hoffen, dass eine Bundesregierung tatsächlich eine strategische Planung besitzt, wie wir Bevölkerungsgruppen schützen können. Ja, und welche Bevölkerungsgruppen als erstes geimpft werden. Und jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Also ich sehe da eigentlich die alten Menschen als Erste und auch nicht als Pflicht, sondern als Option. Wer das möchte, wer so viel Angst hat, warum soll der sich nicht impfen lassen? Aber der Zwang ist einfach schwierig. Und außerdem haben wir ja immer noch dieses Thema, man möchte ja ein Gesundheitssystem nicht überlasten. Dieses Gesundheitssystem, das wir über Jahre kaputt gespart haben, das Gesundheitssystem, in dem beständig Bettenzahlen abgebaut worden sind, das Gesundheitssystem, in dem die Bertelsmann Stiftung noch 2019 einen Überhang an Krankenhausbetten festgestellt hat, der unverzüglich abgebaut werden sollte, das war letztes Jahr, falls ihr euch nicht, ja, also es ist noch nicht so lange her, und das Gesundheitssystem, von dem die AOK noch in 2018 sagte, dass 500 Kliniken dicht machen können, aber zurück zu den